Wunderschönen guten Morgen von der Insel Rügen. Ich bin heute, wann war ich denn? Um 8 wach. Es ist übrigens Freitag, der 8.7.2016. Und ich werde heute nicht rennen gehen, sondern ich laufe heute den Strand einmal hoch und einmal runter. Also in Prora werde ich loslaufen und bis nach Binz rein und dann zurück. Mal gucken, wie lange das dauert. Ich werde das mit Runkeeper aufnehmen, diesen Spaziergang. Was anderes ist es ja nicht. Und ja. Da mal gucken. Schön, erstmal die Zahnpasta noch von der Lippe. ja, nee, jetzt erstmal was frühstücken und dann nach draußen. Die Mutter ist eben los, die ist jetzt einkaufen gegangen. Das dauert hier auf der Insel immer ein bisschen länger als in der Stadt, weil sie ja von A nach B fahren muss und gerade jetzt in der sommerlichen Zeit sind die Straßen relativ voll mit Touristen. Viele Fahrradfahrer, viele Autofahrer und da dauert dann alles immer ein bisschen länger. Ja, wie gesagt, ich gehe jetzt den Strand runter und wieder hoch oder hoch und wieder runter. Mal gucken, ich schätze mal, so 2 Stunden werde ich schon brauchen, wenn ich wirklich bis zum letzten Zipfel laufe. Und ja, das ist so mein Plan für heute. Viel anstehen tut heute nicht. Ein bisschen traurig sein über Fußball gestern, dass Deutschland ausgeschieden ist und das ziemlich blöd eigentlich. Aber ich will jetzt nicht anfangen, von Fußball zu reden. Ich habe keine Ahnung davon. Ich habe es mitgeschaut, war ein bisschen traurig. Hab mich natürlich auch für die Franzosen gefreut. Ja, weil ich kenne ja auch ein paar, von daher freut man sich da schon. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das Spiel dann am Sonntag wird. Frankreich gegen Portugal. Ja, gut, das soll es erstmal gewesen sein. Ich melde mich dann morgen Vormittag wieder bei euch. Ich wünsche euch heute einen möglichst angenehmen Tag. Kommt gut ins Wochenende, macht nicht so lang. Ja, und erholt euch am Wochenende gut. Ich fahre morgen wieder nach Hause. Und freue mich darauf, Konsole zocken zu können. Das war, glaube ich, das, was ich am meisten vermisst habe die Woche. Schon wieder. Was ist mit meiner Lippe los? Löst sie sich ab? Ich weiß es nicht. Jedenfalls freue ich mich sehr, darauf wieder ein bisschen zu zocken. Das war, wie gesagt, das, was ich am meisten vermisst habe die Woche. Die Arbeit nicht unbedingt, aber diese Zerstreuung an der Konsole mit verschiedensten Spielen, die fehlt schon ein bisschen. Na gut. Dann, wie gesagt, schönen Freitag, kommt gut ins Wochenende und ich melde mich aller Wahrscheinlichkeit morgen Vormittag. Falls nicht, dann halt morgen Nachmittag von zu Hause aus. Und morgen werde ich dann auch das erste Fazit zu der ersten Woche fleischfrei ziehen. Ihr seht, geht es mir gut und es gibt mich auch noch. Ich bin nicht verhungert. Also dann, schönes Wochenende euch. Tschüss. Nicht getroffen. Zweiter Versuch.